Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Kreativ-Ecke Midrange-System für aktuell 999 Euro. Das ist im Angebot, weil der Dude hier dafür Werbung gemacht hat und das ist kein geringer als Kreativ-Ecke. Und weil er unter anderem noch von Freddy vorgeschlagen worden ist und deswegen schauen wir uns den jetzt mal schnell an. Wie immer zuerst das Bild, das ist wie immer das Gehäusebild bei Dubaro. Die drei RGB-Lüfter in der Front, die passen, der hintere auch, die sind einfach beim Gehäuse schon mit dabei. Das ist soweit in Ordnung. Als Prozessor bekommen wir einen Intel i5-12400F. Der hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR5-4800MHz oder DDR4-3200MHz. Den könnt ihr auch schneller betreiben. Das ist ein 6 Kerner mit 12 Threads. Das bedeutet, für ganz normale E-Sports-Titel und so weiter reicht der dicke, wenn ihr noch streamen wollt. Wenn ihr AAA-Titel streamen wollt, solltet ihr einen 8 Kerner nehmen. Das sage ich immer wieder dabei in den Videos. Und es ist einfach so, ihr könnt mit dem auch AAA-Titel spielen. Nur wie gesagt, das mit dem Stream ist dann so ein Thema für sich. Nicht jeder will streamen. Zum Zocken reicht der dicke. Und der kostet 178 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühler ist ein alternativer AMD-Intel-CPU-Kühler. Ich denke mal, die werden einfach den Box-Kühler nehmen, weil für die aktuelle Generation der Intel-Prozessoren noch nicht so viele Kühler auf dem Markt sind. Das ist aber in Ordnung, weil der 12400F jetzt nicht so leistungshungrig ist und auch nicht so viel Abwärme erzeugt. Das geht schon klar. Es könnte ein bisschen lauter werden. Es gibt bessere Kühler, klar, aber er reicht auf jeden Fall dafür noch aus. Das Mainboard ist ein Gigabyte B660M DS3 HDDR4. Ihr kennt meine Meinung, ne? Micro-ATX. Aber ich sagte auch im letzten Video schon, bei 1000-Euro-Systemen kann ich es irgendwo verstehen. Es gibt 1000-Euro-Systeme, da ist Full-ATX drin, das zeige ich euch gleich nochmal. Aber naja, wer wirklich nur zocken will, nicht großartig erweitern will, keine Capture-Cards oder so anschließen möchte, für den reicht das vielleicht noch. Das hat hier zwar gekühlte Spannungswellen, die hier oben sind nicht gekühlt, ist jetzt auch nicht so wichtig, weil der Prozessor hat sowieso keine integrierte Grafikeinheit, deswegen die sind nur für die Grafikeinheit da. 4 RAM-Bänke, ihr könnt also hinterher den RAM noch erweitern. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier wird auch eine verbaut, beziehungsweise hier schon eine drunter. Und hier unten könnt ihr dann hinterher halt noch erweitern, falls ihr mehr Speicher braucht. Hier kommt die Grafikkarte rein, das hier reicht vielleicht noch für eine kleine Capture-Karte in HD oder eine WLAN-Karte, USB. Erweiterungskarte. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB Typ C, dann hier die Grafikanschlüsse, die ihr sowieso nicht benutzen könnt, zweimal USB 2.0 und PS2-Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht verwenden werdet. Es ist halt wirklich so ein kleines Popelboard. Das sieht auch in so einem großen Gehäuse meistens nicht so gut aus, aber wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man bei dem Preispunkt irgendwo noch Micro-ATX verbaut. Wer natürlich was Besseres möchte, ein Full-ATX-Board, kann das bei Dubaro nachkonfigurieren, dann wird das System aber wieder teurer, das muss ich euch noch dabei sagen. So, für eine ganz normale 1000-Euro-Gaming-Maschine reicht es natürlich noch. Ich bin kein Fan davon, ich sag's immer wieder. Und das kostet 103,94 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist ein 8 GB AMD RX 6600 XT, beliebiger Hersteller. Und dann haben wir hier auch wieder freie Hand, deswegen nehmen wir jetzt die ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger DOC. Was immer wieder häufig gefragt wird in den Kommentaren ist, unterscheiden die sich großartig von der Leistung? Nein, vielleicht um einstellige Prozentpunkte, wenn das so eine OC-Karte ist. Aber das ist nicht der Rede wert. Die haben verschiedene Kühldesigns. Es gibt Kühldesigns, die sind nicht so geil. Die werden auch gerne lauter. Und es gibt verbesserte Kühldesigns. Bei den AMD-Karten zum Beispiel. Die Red Devil sind ziemlich gut. Die Sapphire-Karten sind ziemlich gut. Und es gibt halt auch Karten, die vom Kühldesign nicht so geil sind, dass die einfach lauter werden. Tut der Leistung aber erstmal keinen Abbruch. Die ist soweit in Ordnung. Für Full-HD Gaming auf jeden Fall ausreichend. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, sagen wir mal, in WQHD irgendwie 144 Hertz bzw. FPS dahin zu rotzen. Da braucht ihr eine bessere Karte für. Für die normalen Titel, in normalen Einstellungen, also nicht alles auf extrem hoch geballert, reicht die auf jeden Fall. Den FPS-Test, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 409 Euro bei eBay. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB 2x8 GB Patriot DDR4 3200 MHz Viper Blackout. Das ist ein vernünftiger RAM, wir hatten damit auch noch keine Defekte, zumindest sind mir keine bekannt. Es gibt halt Hersteller, die haben öfters Defekte, wie zum Beispiel G-Skill mit dem Aegis RAM. Ich hatte sogar bei dem Corsair Vengeance LPX schon ein paar Defekte, aber der hier, der ist noch nicht negativ aufgefallen. 16 GB in der Preisklasse völlig in Ordnung. 3200 MHz erfüllt halt die Spezifikation des Prozessors. 3600er hätte ich persönlich besser gefunden, wäre vielleicht ein Preissprung von 10 Euro gewesen. Aber wie gesagt, es erfüllt die Spezifikation, deswegen will ich da jetzt gar nicht so doll drüber meckern. Dual Channel ist natürlich auch sehr wichtig. Wenn ihr einen PC habt mit nur einem Riegel, seht zu, dass ihr einen zweiten mit dabei bekommt. Denn ihr habt bis zu 30% FPS-Einbrüche, wenn ihr nur einen Riegel verwendet. Das ist wirklich so, das wurde getestet. Gerne verlinke ich euch das auch noch in der Videobeschreibung. Und der kostet 59,98 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV1. Die haben wir sehr oft in den Videos, die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde, die reicht fürs Zocken völlig aus. Wenn ihr nicht tagtäglich Gigabytes an Daten durch die Gegend schaufelt, dann reicht die, wie gesagt, dicke. Ihr habt damit vernünftige Ladezeiten in den Spielen, das ist keine 2,5 Zöller oder so oder womöglich noch eine HDD, ist wirklich eine M.2 SSD, die auch ausreicht. 1 TB finde ich auch gut in einem 1000-Euro System und die kostet 79 Euro bei Mindfactory. Multimedia 7.1, wer darauf Wert legt, ja okay, ihr habt hinten die drei Anschlüsse an dem Mainboard, dann habt ihr noch die Anschlüsse
Anschlüsse vom Gehäuse. Darüber wird dann 7.1 realisiert. Netzteil ist ein 550 Watt Fractal Ion Gold. Das hat 7 Jahre Garantie, 80 plus Gold Zertifizierung und ist vollmodular. Das bedeutet für euch, die Kabel, die nicht benötigt werden, werden euch im Karton mitgeliefert und fliegen dann nicht im Gehäuse rum. 550 Watt ist für das System auch noch okay. Ihr solltet vielleicht dann in Zukunft aufpassen, wollt ihr eine dickere Grafikkarte verbauen, womöglich eine 6800 XT oder sowas in der Art. Kann ja passieren, dass ihr in 2-3 Jahren sagt, ihr wollt aufrüsten. Dann wird es ein bisschen knapp mit der Wattzahl. Für das System völlig ausreichend. Wenn ihr auf Sicherheit gehen wollt, nehmt vielleicht ein 750 oder 850 Watt Netzteil, falls ihr plant, in der Zukunft noch irgendwie Prozessor oder Grafikkarte womöglich aufzurüsten. Und das kostet 69,77 € bei Clevo Computer. Das Gehäuse ist ein Silentium PC Ventum VT4V. Boah, das sind Namen, Alter. Evo TGARGB mit Glasfenster. Meine Fresse. Wie gesagt, da sind die drei RGB-Lüfter in der Front schon vorinstalliert. Einer auch noch hinten. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Es hat eine Mesh-Front. In der Preisklasse auch ein super Gehäuse. Kann ich überhaupt nicht meckern. Hat auch eine Glasscheibe. Wir hatten im letzten PC vom letzten Video eine Plastikscheibe. Hier ist es Glas. Wunderbar. Das haben wir jetzt schon sehr häufig gesehen bei Grotus und so weiter. Ist halt ein, in Anführungsstrichen, günstiges Gehäuse für das, was es bietet. Ist schon soweit okay. Und das kostet 74,90 € bei Alternate. Betriebssystem ist leider nicht mit dabei. Das heißt, ihr könnt einen Key bei meinem Partner kaufen, einen USB-Stick reinstecken mit Windows drauf. Das könnt ihr euch bei Microsoft direkt runterladen. Und dann habt ihr das Betriebssystem auch da drauf. Ansonsten bei Dubaro bekommt ihr das gegen Aufpreis natürlich auch installiert. 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall. Das heißt, ihr kriegt kein Pickup und Return. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen. Beziehungsweise, wenn der Postbote bei euch an der Tür steht, weil er gerade irgendwas abgibt, dann drückt ihm das in die Hand, falls mit dem System irgendwas ist. Bullguard Internet Security könnt ihr wieder wegschmeißen. Das braucht kein Mensch. Und dann werden wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor mit dem Kühler, den RAM-Speicher, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 974,59 €. Das System soll kosten. Aktuell 999. Der war wohl bei dem Video von Kreativecke bei 1049. Da kann ich nochmal gucken. Ja, 1049. Selbst 1049 wäre noch fair gewesen. Jetzt aktuell ist er für 999 drin. Ist okay. Wenn ihr noch einen Tipp von meiner Seite wollt, wechselt vielleicht das Mainboard. Geht zumindest vielleicht auf das Gigabyte B660 Gaming X DDR4. Das ist ein Full ATX Mainboard. Sieht auch besser aus in dem Gehäuse. Habt ihr mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Das mit dem Netzteil habe ich euch eben schon gesagt. Wenn ihr plant, irgendwas hinterher zu erweitern, beziehungsweise eine stärkere Grafikkarte einzubauen, nehmt auf jeden Fall ein stärkeres Netzteil mit dazu. Ansonsten ist das System in Ordnung. Für den Preis sowieso. Also das ist überhaupt keine Frage. Ist halt auch ein Angebot. Aber selbst diese 1049, die sind auch völlig in Ordnung. Könnt ihr ganz bedenkenlos kaufen, überhaupt kein Problem. Ich habe mich auch mal schlau gemacht, was es hier sonst noch gibt. Wir nehmen jetzt mal Krotus, der kostet 1025. Der hat einen Ryzen 5600 da drin. Der ist ungefähr gleichzusetzen mit einem 12400F. Ihr habt hier das Ergebnis plus 0%. User Benchmark ist eine grobe Übersicht. Ich gebe da nicht so viel drauf, aber man kann grob schauen und man sieht, okay, leistungstechnisch sind die ungefähr gleich auf. Ihr habt da allerdings nur eine 6600 ohne XT. Das war auch der PC, den ich gereviewt habe, vor 2 Wochen ungefähr, 2-3 Wochen. Das Video, das findet ihr natürlich auf meinem Kanal, verlinke ich hier oben auch noch mal. Also die ist nicht so leistungsstark wie eine XT. Allerdings haben wir hier 3600 MHz RAM anstatt 3200. Ja gut, das ist ein Full ATX Board. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als das andere, was da drin ist. Die SSD ist die gleiche. Der Kühler ist ein bisschen besser als der Stockkühler und ihr habt natürlich 100 Watt mehr Leistung. Jetzt müsst ihr natürlich abwägen, nehmt ihr jetzt das bessere Board und das bessere Netzteil, sage ich mal, ja, und den besseren RAM und verzichtet dann bei der Grafikkarte auf Leistung oder nehmt ihr das System von Dubaro, habt bei der Grafikkarte mehr Leistung, habt dann bei den anderen Sachen ein paar Abzüge. Das müsst ihr selber wissen. Ein Direktvergleichssystem mit 12400F und einer 6600 XT habe ich jetzt bei Krotus nicht gefunden, deswegen habe ich den jetzt erstmal rausgesucht. Dann habe ich auch nochmal bei Hardware-Rat geschaut. Hier ist einer für 1019. Der hat den 12400F drin, einen etwas besseren CPU-Kühler. Ich weiß nicht, was die als Alternative nehmen. Ich denke wirklich bei Dubaro, die nehmen den Boxkühler, weil halt so wenige Kühler aktuell auf dem Markt sind. Der hier ist auf jeden Fall besser als der Boxkühler. Es ist das gleiche Mainboard. Es ist auch 3600 MHz RAM anstatt 3200. Eine 1 TB SSD kann man ungefähr gleichsetzen mit der NV1. Hier ist allerdings auch nur eine 6600 ohne XT drin. Also der Leistungsunterschied ist schon gewaltig zwischen der 6600 und 6600 XT. Auch ein 550 Watt Netzteil. Auch hier so ein Silentium PC Gehäuse. Allerdings ist noch Windows mit dabei. Also ich habe bei den beiden jetzt nichts gefunden, was irgendwie annähernd an dieses System rankommt. Hätte ich jetzt Krotus gefragt, stell mal was zusammen, hätte er das mit Sicherheit hingekriegt. Habe ich aber nicht, ich wollte wirklich auf die Webseite gehen und da sind halt keine vergleichbaren Systeme auf dem Preispunkt. Und damit ihr nochmal eine Idee bekommt, was die 6600 gegenüber der 6600 XT leistet, ja, das ist so, dass der Dubaro PC rein von der Grafikleistung 31% mehr hat.
bummelig. Lass es 25% sein, ja? Also das macht wirklich einen Unterschied. Wenn ihr wirklich auf Grafikleistung Wert legt, nehmt den Dubaro PC. Wenn ihr auf die Komponenten drumherum Wert legt, dann nehmt vielleicht den von Hardwareart oder Krotus. Wobei ich wirklich, wenn es nach mir ginge, würde ich den Dubaro PC kaufen. Das ist auch keine versteckte Werbung oder so. Es wurde danach gefragt, ich zeige es euch jetzt. Dubaro hatte ich schon öfter, ich bin auch nicht gepartnert. Weder mit Hardwareart, Krotus oder Dubaro. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, das ist wirklich eine unabhängige Meinung. Tauscht hier das Board aus, eventuell das Netzteil und dann seid ihr good to go. Also diese 35 Euro für das Board würde ich auf jeden Fall noch investieren. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt ein etwas schnelleres Video. Ich wollte das jetzt quasi auf den Sonntag noch rausbringen. Ich hoffe, ich kriege das noch geschnitten. Ja, 17, 18 Uhr Release, das kriege ich schon irgendwie hin. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.